Hallo ihr Lieben, schön, dass du wieder bei Yoga mit Nina eingeschaltet hast. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, so viele Eindrücke prassen auf mich ein und dann fühle ich mich auch manchmal gestresst. Und wenn ich dann so Zustände habe, dann helfen mir einfach nur mal ein paar Minuten für mich in ein paar Yoga-Posen, in denen ich mich wohlfühle, in denen ich mich einfach nur schwer hängen lassen kann. Und danach geht es mir schon wieder besser. Ich fühle mich entspannter, kann mich wieder auf das konzentrieren, was gut in meinem Leben ist. Und dann geht es auch wieder voran. Die Übung möchte ich dir jetzt gerne weitergeben. Es dauert nicht lange, es sind 15, 16 Minuten. Recht passiv. Ich werde auch nicht viel sagen. Ich leite dich in die Übung hinein und dann lasse ich dich einfach ganz bei dir, deinem Atem und deinen Gedanken. Als Hilfsmittel wäre es praktisch, wenn du einen Yoga-Klotz und so ein dickes Yoga-Bolster hättest. Wenn du das nicht hast, dann nimm dir einfach zwei, drei Kissen, wo du dich ein bisschen drauf ablehnen kannst und eine stabile Unterlage, in der du dein Becken ein bisschen erhöhen kannst. Zur Not könntest du es auch noch mit einem Bolster dir erhöhen oder mit ein paar Kissen. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in den nächsten Minuten. Komm zu dir, entspann dich und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis gleich auf der Matte. So, wir beginnen mit der Haltung des Kindes. Bring dazu deine Knie gerne einmal mattenbreit auseinander und dann leg deine Hände vor dir am Boden ab. Bring die Stirn Richtung Boden und richte dich hier jetzt erstmal gut ein. Du kannst optional auch gerne dein Bolster als Unterstützung nehmen und es dir unter den Oberkörper legen. Oder du liegst einfach ganz ohne Hilfsmittel da und bist du in dieser Haltung des Kindes. Probier hier jetzt nicht wirklich irgendwas zu erreichen. Stell dir einfach nur vor, wie dein Gesäß Richtung Fersen zieht, du ganz viel Länge und Weite in deinem Rücken kreierst. Und dann konzentriere dich jetzt die nächsten Minuten einfach nur auf dich und deinen Atem. Langsam und achtsam wieder aus dieser Position raus. Heb zunächst deinen Oberkörper an, lass deine Augen gerne noch geschlossen und dann rutsch über eine Seite quasi auf dein Gesäß, dass du dich andersrum hinsetzen kannst. Streck deine Beine gerade nach vorne aus und für unsere sitzende Vorbeuge schnapp dir jetzt einmal dein Polster, legst dir gerne auf deine Oberschenkel und dann lehn dich vornüber, lass dich ganz schwer hängen. Lass deine Arme rechts und links neben dir hängen, leg den Kopf, wenn möglich, auf dein Polster ab. Wenn nicht, dann adaptier die Höhe noch ein bisschen mit einer Decke oder einem zusätzlichen Kissen. Richte es dir hier auf jeden Fall so ein, dass du dich hier jetzt voll entspannen kannst. Und mit
ganz leichte Dehnung spürst und den Kontakt zu dir selber wirklich ganz bewusst wahrnimmst. Genau. Komm ganz langsam wieder aus dieser wunderschönen Haltung raus, erheb deinen Oberkörper, lass dein Bolster gerade bei dir, grätsch einfach nur deine Beine, dass du in so einen angenehmen Grätschsitz kommst. Roll hier gerne nochmal deine Schultern einmal kurz zurück und atme tief ein. Mit dem Ausatmen lehn dich vornüber in die gegrätschte Vorbeuge. Nimm dir dein Bolster, deine Decke oder dein Kissen zu Hilfe. Richte dich hier gut ein. Erlaub deinem Körper ganz weich und schwer zu werden. Und gib dich der vollkommenen Entspannung einfach nur hin. Schließ die Augen und sei einfach nur da. Richte deinen Oberkörper ganz langsam und achtsam wieder auf, sei gut zu dir. Leg dein Bolster gerne beiseite und schnapp dir deinen Yoga-Klotz. Für die gestützte Schulterbrücke leg dich einmal Wirbel für Wirbel auf deiner Matte ab, dass du mit dem Rücken am Boden liegst. Dann winkel deine Beine an, ungefähr so, dass wenn du deine Hände ausstreckst, dein Mittelfinger gerade so deine Fersen berühren kann. Und dann platziere deinen Yoga-Klotz jetzt entweder quer oder längs aufgestellt unter deinem Gesäß, also ungefähr auf Höhe von deinem Kreuzbein.
und achte darauf, dass der Klotz ganz stabil steht. Da sollte nichts wackeln. Fühl mal in dich hinein, was du da gerade brauchst, ob die Querstellung vom Block reicht oder ob du es ein bisschen höher haben möchtest, wenn du ihn längs aufstellst. Wichtig ist, dass du wirklich gar keinen Druck auf deinem Rücken hast. Es soll eine ganz entspannende Wirkung, eine ganz entspannende Haltung für dich sein, in der du deine Arme rechts und links von dir ganz schwer hängen lassen kannst bzw. ablegen kannst. Und auch hier wieder einfach nur da sein kannst und dich geborgen fühlst und dich auf deinen Atem fokussierst. Spür in dich hinein, wie es dir geht. Wunderbar. Heb ganz leicht dein Becken an und nimm den Block unter dir hervor, leg ihn zur Seite. Und wenn du dein Becken abgelegt hast, dann zieh gerne einmal beide Knie zu dir heran, schenk dir selbst eine kleine Umarmung und wenn dir danach ist, wackel dein Becken gerne mal so ein bisschen von rechts nach links oder mach ein paar kreisende Bewegungen. Ganz achtsam und langsam geführt mit deinem Atem, so wie du es jetzt brauchst. Heute gibt es nichts Richtiges, nichts Falsches. Es gibt einfach nur das, was sich intuitiv gut für dich anfühlt und was du jetzt gerade brauchst. Für unsere liegende Drehung lass deine Knie genauso angewinkelt, wie sie sind. Hüpf dein Becken ganz leicht nach rechts und dann lass deine Knie auf Nabelhöhe zur linken Seite sinken. Leg deine linke Hand auf deinem rechten Knie ab und die rechte zieht weit nach rechts. Dein Blick geht entweder nach oben oder rüber zur rechten Seite. Entweder du bleibst jetzt in dieser Variante oder du schlägst deine Beine einmal übereinander, wie wenn du auf einem Stuhl sitzen würdest. Dann wird es ein klein wenig intensiver. Schau, was du heute brauchst und was sich richtig anfühlt. Und dann spür mal in dich hinein, was in dir so passiert und ob sich was regt. Den nächsten Moment ganz für dich. Mm.
dann hüpft dein Becken ganz leicht nach links. Lass deine Knie zur rechten Seite sinken. Leg deine rechte Hand auf deinem linken Knie ab. Die linke zieht weit nach links. Dein Blick geht entweder nach oben oder rüber zur linken Seite. Wenn du es gerade eben auf der anderen Seite schon gemacht hast, dann überschlag gerne deine Beine. Ansonsten bleib einfach so liegen. Spür in dich hinein, die Länge und die leichte Dehnung in deinem unteren Rücken wahr. Werde ganz weich und lass dich schwer in den Boden sinken. Zurück zur Mitte. Löse auf, zieh deine Knie gerne nochmal ganz dicht zu dir heran, mach, form dir selber ein ganz kleines Paket und dann löse langsam auf, streck dich mal ganz lang in die Länge, zieh dich mal ein bisschen mehr nach rechts und nach links auf und schenk dir auch mal ein Lächeln. Sei dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und sei dankbar für alles Gute, was dir im Leben widerfährt und auch, was du lernen kannst. Dann roll dich gerne nochmal auf deine Lieblingsseite, positionier dich möglichst bequem und jetzt will ich dich gar nicht zu viel mehr auffordern. Bleib gerne noch eine Weile so liegen. Ich bedanke mich jetzt schon mal für dein Vertrauen, dafür, dass du mitgemacht hast und wünsche dir noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, deine Nina.